Ich will mein Eigentum. Und damit herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. Öffne dich, du dumme Tür. Und ich glaube, wir müssen der guten Dame hier mal helfen, die dumme Tür zu öffnen. Hi. Was glotzt du so, hm? Es klingt, als bräuchtest du Hilfe. Ich würde sie nicht abweisen. Dann biete ich sie dir an. Was ist denn los? Dieses Haus hat meiner Mutter gehört. Darin befindet sich ein sehr wertvolles Objekt. Ein Schatz, könnte man sagen. Ein Schatz? Plötzlich ist er ganz Ohr. Schätze faszinieren mich, erfüllen aber nicht mein Herz. Und auch nicht meine Ohren. Wie dem auch sei. Finde ich keinen Weg hinein, ist der Schatz für immer verloren. Als Kind war ich ein richtiger Schatzjäger. Jetzt ist ein guter Moment, das wieder aufzugreifen. Gegen Bezahlung? So sei es. Nachdem es erledigt ist. Wo genau finde ich diesen Schatz? Meine Mutter, Töpferin von Beruf, hat ihn in einer blauglasierten Amphore versteckt. Blauglasiert? Das allein würde ja schon ausreichen. Nach ihrem Tod trauerte ich sehr und schaffte es nicht, das Haus zu betreten und mein Geburtsrecht einzufordern. Bei meiner Rückkehr war es dann abgesackt. Bitte, bring mir, was mein ist. Dein Geburtsrecht soll gewahrt werden. Okay, das tun wir sofort. Ich hätte irgendwie gedacht, das wird jetzt eine richtige Quest, aber offenbar nicht so richtig. So, gut, das Adlerauge sagt uns, die Tür ist verriegelt. Danke dafür. Und was hat es damit auf sich? Da blubbert das so. Und da ist so eine rote Zielflagge. Also, kann man da irgendwas machen? Ah! Okay, das sagt uns, da ist was. Feuchtigkeit den Schatz nicht beschädigt. Sehr cool. So, und sie sagte blaue Amphore. Ja, okay. Ich nehme an, es ist die da hinten. Finden wir hier drin noch irgendwas? Wahrscheinlich eher nicht. Aber hier müssen wir natürlich einmal durch. Ah, einsammeln. Und da ist noch was zum Einsammeln. Gut. Und dann nehmen wir doch das gute Stück einmal mit. Da ist die Amphore. Ja. Um sie zu öffnen, müsste man sie zerbrechen. Was immer auch darin ist, muss sehr wertvoll sein. Okay, ich glaube, wir müssen die einmal kurz abstellen. Einmal kurz abstellen. Was ist das? Ein Kupferklumpen? Oh, okay. Nicht einmal kurz abstellen, sondern einfach kaputt machen. So. Wo ist sie hin? Hallo? Ach so, da steht sie jetzt. Hier ist dein Schatz. Hast du die Amphore aus Gier oder ungeschickt zerbrochen? Hätte ich sie nicht zerbrochen, hättest du es getan. Anders ließ sie sich nicht öffnen. Und nebenbei, seit wann erachtet man einen Klumpen Kupfer als großen Schatz? So zeigt sich deine Unwissenheit. Mit diesem Kupfer mache ich hunderte glasierte Vasen. Hier ist dein Lohn. Abzüglich eines kleinen Beitrags für die zerbrochene Amphore meiner Mutter. Sie hatte großen ideellen Wert für mich. Cool. Quest Schatzsuche abgeschlossen. Das finde ich doch sehr cool. Das finde ich richtig cool. Das gefällt mir. Ein Traum. Das einzige Problem ist, ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes hin soll. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nicht erkunde, sondern sofort einfach nur Hauptquest mache, ganz stumpf, dann
dann verpasse ich ganz viel. Und ich fürchte, dem ist auch so. Aber ich gehe eh davon aus, dass ich wahrscheinlich das meiste oder alles sogar in diesem Spiel erledigen werde. So einfach, weil ich das auch mit den vorherigen Teilen gemacht habe, die ich gespielt habe. Die habe ich tatsächlich komplett zu 100%, auch inklusive aller Trophäen, erledigt. Und ja, das möchte ich hier eigentlich auch ganz gerne wieder versuchen. Und dann mal schauen, wohin der Weg uns als nächstes führt. Wir können ja mal kurz auf die Karte gucken. Und da sehen wir, wir waren jetzt sogar schon hier oben am äußersten Ende. Sieh mal eine an. Ah, und hier, wenn wir reingehen und reinzoomen, dann sehen wir auch, tada, die Stadt haben wir gefunden. Das ist cool gemacht irgendwie mit der Karte. Dass man hier tatsächlich jeden Baum oder fast jeden Baum drauf sieht. Cool. Gefällt mir gut. Die Gründung Bagdads, hier haben wir die Schriftrolle gefunden. Das wird uns also auch angezeigt. Aber sonst wird uns zumindest aktuell nichts angezeigt, außer, oh, Al-Anbar. Ach, das ist unser Anfangsstädtchen. Das ist unser Anfangsstädtchen. Okay. Okay, und hier sind auch noch so ein paar Sachen, die man einsammeln kann. Hier ist eine historische Stätte. Hier ist ein Schneider. Was ist hier? Munadi. Lässt sich im Tausch gegen eine Machtmünze wieder unbescholten werden. Aha. Händler und ein Stall. Okay. Ja, cool. Sehr cool. Die Frage ist natürlich, wenn wir da hingehen, quasi in unsere Heimat, unsere Anfangsstadt. Ich komme nicht drum rum, dass ich das möchte. Ich bin gespannt, was wir da finden. Ob wir da überhaupt was finden, ob wir da vielleicht jemanden finden. Da ist der Winterpalast. Und das hier ist so eine kleine Insel. Da würde es sich ja schon anbieten, dass man da was drauf versteckt. Zum Beispiel eine Schlange. Schlange weg. Und ich habe die Schlange schon bei Odyssey immer sehr gehasst. So, erstmal alles einsammeln, wie es sich gehört. Okay. Und was haben wir da? Da haben wir ein kleines Häuschen. Ein kleines Häuschen mit leider nichts zu tun. Aber da können wir was looten. So. Und wie süß ist das mit den Tieren hier? Das ist echt schön gemacht, muss ich sagen. Echt schön gemacht. Okay. Weiter in Richtung Heimatstadt. Und ich verspreche, danach gehen wir zurück und machen Hauptquest. Danach machen wir ein bisschen Hauptquest. Und seht es mir bitte nach, ich versuche Erkundung und Hauptquest so ein bisschen im Einklang miteinander zu halten. Ich kann aber nicht ganz versprechen, dass das so super funktioniert, weil
Ich bin wirklich eigentlich jemand, der macht zuerst alles drumrum und am Ende die Hauptquest. Da sich das für ein Let's Play nicht unbedingt anbietet, weiß ich. Deswegen versuche ich da ungefähr die Waage zu halten. Ja. Aber ich kann halt leider nichts versprechen. Es ist so ein innerer Drang, Dinge zu erkunden. Oh, das ist nur eine Bank. Ich dachte, ich kann hier was looten. Ich will doch gar nicht untertauchen. Ich wollte einfach nur looten. Aber ist das cool gemacht? Hier die Felder, die kleinen Bauernhäuser. Das ist echt schön. Und da muss ich sagen, hat mich bisher noch kein Assassin's Creed getäuscht. Also enttäuscht, so rum. Dieses ganze Drumherum, dieses mit Leben füllen, das haben die echt in meinen Augen immer richtig gut hinbekommen. So, dass sich die ganze Welt halt wirklich auch belebt angefühlt hat. Das gefällt mir sehr. Ach, schnauf nicht so, Basim. Du bist Assassine, du musst rennen können. So, Preisfrage. Kennen die mich noch? Hallo? Ich kann nicht glauben, was Imar zu dir gesagt hat. Nö. Ich weiß, du bist nachsichtig. Alter, wie geil das aussieht. Gott, da weiß man ja gar nicht, wo man als erstes hin soll. Hier stehen auf jeden Fall überall Kamele rum. So schön. Ich würde ja sagen, ich will in mein altes Zuhause. Hallo Katze. Aber ich schwöre, ich finde den Weg nicht mehr. Aber ich finde Katzen zum Streicheln. Das ist auch sehr schön. Aber ich will auf jeden Fall einmal bei unserem alten Zuhause vorbeigucken. Hier ist ein Musiker. Eine Kostprobe unserer Musik gefällig? Ah, zum Wachen ablenken ist das. Okay, cool. Nicht, dass wir dafür irgendwas hätten, um das zu tun. Aber theoretisch könnten wir. Was ist das da? Oh. Wenn ich die plündere, dann werden die doch böse. Ihr seht das nicht, ne? Laut einfach. Aber Dave! Ups. Okay, die mögen das nicht, wenn ich Sachen klaue. Finde ich doof. Finde ich sehr doof. Das heißt, ich bin jetzt etwas bekannter geworden. Eine illegale Tat zu begehen erhöht deinen Bekanntheitsgrad. Je schlimmer deine Gesetzesübertretung, desto mehr Bekanntheit erhältst du. Die Bekanntheitsanzeige ist in 3 Stufen unterteilt. Das Erreichen jeder Einzelnen sorgt dafür, dass die Bewohner Bagdads misstrauischer werden. Erreichst du die maximale Bekanntheit, wird die Shakiria-Elite-Wache auf dich angesetzt, die unablässig Jagd auf dich machen wird. Ruf die Wachen! Nein, ruft sie nicht. Vor aller Augen. Toll. Und ausgerechnet dann gehe ich natürlich auch noch einen Weg, den ich nicht gehen darf. Gut, dann kehren wir einmal um. So. Ich bin gar nicht da. Die haben mich alle gar nicht gesehen. Ich war so schnell wieder raus aus diesem Sperrgebiet. Da ist schon wieder Sperrgebiet. So, aber hier möchte ich hin, zu dieser historischen Stätte, wenn ich ehrlich bin. Was ist da? Achso, das ist einfach nur der Punkt. Sieht man hier vielleicht irgendwo, wo wir früher gelebt haben? Das war ja, glaube ich, nicht hier. Oder war das hier? Nee, oder? Oder doch? Mist, ey, ich weiß das gar nicht. Wo haben wir denn früher gelebt? Doch, ich glaube, das könnte schon hier gewesen sein, oder?
auf der Seite der Macht. Hier ist der Marktplatz, zu dem wir damals hin sind. Wir schauen einfach mal. Erstmal möchte ich zu der historischen Stätte. Da darf ich wahrscheinlich nicht durchlaufen, richtig? Nee. Ach, Manu. Na gut. Wir halten uns einfach mal kurzzeitig ans Gesetz. Ich sehe da was. Das ist doch bestimmt so ein Flugpunkt. Ja, ich sehe, wo wir hin müssen. Machen wir doch das einfach mal. Unseren ersten Flugpunkt finden. Hallo. Wie schön das ist mit diesen Blumen, die da wachsen. Gefällt mir. Aber was ihm jetzt geht er hoch. Hallo. Da. Oh, da geht's rein. Da geht's rein. So, das sieht jetzt ja keiner. Hier gibt's ein bisschen Essen. Noch jede Menge einzusammeln. Traumhaft. Und ich glaube, hier geht es dann weiter nach oben. Und dann können wir synchronisieren. Sehr schön. Da hinten auf dem Hügel rechts, da ist bestimmt auch was. Also... da hinten so. Da. Das riecht für mich danach, als würde es da irgendwas geben. Und es wurden wichtige Orte enthüllt. Wo denn? Da ist ein Söldner. Das ist ganz toll. Die wichtigen Orte sind wahrscheinlich... ah, hier. Hier ist noch ein Aussichtspunkt. Toll. Danke. War das der wichtige Ort, der jetzt enthüllt wurde? Na gut. Wir wollen auf jeden Fall weiter dahin. Kann ich da... ah, ich kann da einen Wegpunkt setzen. Das finde ich gut. Wie die versucht haben, mich zu schubsen. Habt ihr das gesehen? Finde ich nicht nett. Hier ist das, wo ich hin möchte. Also da. Ich will gar nicht zu dem Gegner. Ja, ja. Ich will auch nur das haben. Und dann gehe ich wieder. Versprochen. Tschüss. So, andere Paläste. Bagdad war Hauptstadt und Wohnsitz des Kalifen für den Großteil der Abbasidenzeit. Aber vor und nach der Gründung der Stadt entschieden sich einige Kalifen an anderen Orten zu leben. Der erste abbasidische Kalif, As-Saffar, von 750 bis 54, wählte die Stadt Al-Anbar, die Kornkammer, die an einer wichtigen Furt über den Euphrat und in einem äußerst fruchtbaren Gebiet lag, als seine Hauptstadt. Vom 3. zum 7. Jahrhundert wurde sie nach dem sassanidischen König Shapur I., der 244 nahe der Stadt einen großen Sieg über ein römisches Heer errungen hatte, Perus Shapur, siegreicher Shapur, genannt. Dieser strategisch und symbolisch wichtige Ort schien eine gute Wahl, aber die Bevölkerung der Stadt war mit der Machtübernahme der Abbasiden, die sie als Thronraub ansahen, nicht zufrieden und nannte den Kalifenpalast aus Trotz und Widerstand weiterhin Hubeiras, was eine Anspielung auf den letzten irakischen Statthalter der Umayyaden war. Als Kalif al-Mansur,
der von 54 bis 75 regierte, auf Asafar folgte, begann er umgehend nach einem neuen Ort für die Hauptstadt zu suchen und gründete letztendlich 762 Bagdad. 8 Jahre später wählte ein anderer Abbasiden-Kalif einen neuen Ort für seine Hauptstadt. Al-Mutasim, regierend von 833 bis 42, wollte sein Heer von Bagdads Politik abschirmen. 836 verlegte er seinen Hof, die Verwaltung und das Heer deshalb in eine riesige neue Stadt, die sich 130 Kilometer nördlich von Bagdad befand, Surah-Man-Ra. Wer sie sieht, ist entzückt. Samarra. Die Stadt wurde völlig neu nur zu diesem Zweck angelegt und war somit ein starker Machtbeweis des Kalifen. Sie war allerdings auch unhaltbar, unter anderem wegen der unzureichenden Wasserversorgung. 892, nachdem die Kalifen nach Bagdad zurückgekehrt waren und aufgehört hatten, riesige Geldmengen in Samarra zu versenken, verkamen ihre eleganten Gebäude zu gigantischen Ruinen, die von einer goldenen Zeit sprachen. Sie sind gut erhalten, seit 2007 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und stellen ein einzigartiges Beispiel der abbasidischen Architektur und Stadtplanung dar. Okay, cool. Mach, dass du wegkommst. Also die Wachen hier sind nicht freundlich. Hey. Zurück! Verschwinde! Die Wachen hier sind überhaupt nicht freundlich. So, hier ist, glaube ich, ein Söldner. Hier ist eine Katze. Hallo. Und mit dem kann ich reden. Was kann ich da machen? Sei gegrüßt. Ach so, Waren ansehen. Wir können ja mal gucken, was der so hat. Nicht, dass wir Geld hätten. Viel zu stöbern. Nicht, dass wir Geld hätten. Ach, wir können hier unsere Sachen verbessern. Okay. Effekt verbessern. Ich überspringe das mal. Ich bin da mal so. Ja, okay, wir können das Aussehen verbessern und wir können die Waffe an sich verbessern. Man kann immer noch tödlicher werden. Warum kann ich das nicht? Ach so, weil wir eine Sache, die es kostet, noch nicht haben. Okay. Auf ein andermal. Gute Reise. Ich komme wieder. Irgendwann. Und ich würde so gerne finden, wo wir damals waren. Aber mein Orientierungssinn ist nicht vorhanden. Absolut nicht vorhanden. Zumal ich keinen blassen Dunst habe, wo wir gestartet hatten. Ursprünglich mal. Aber war das nicht... Irgendwo hier waren wir doch, oder? Okay, hier war es nicht. Aber ich glaube, irgendwo auf dieser Seite. Was? Willst du irgendwas klar? Zurück! Hallo Leute, ich bin nett. Ich will nicht prahlen, aber ich habe die Ohren von 7 von denen. Ziel auf die Beine ihrer Pferde. Hab ich dir je erzählt? Also gut, hier am Wasser waren wir natürlich nicht. Hier sind wir, glaube ich, geflohen. Hier sind wir damals geflohen, genau. So, sprich, wir haben nicht so weit weg gewohnt. Ich wünschte, das wäre auf der Karte eingezeichnet. Oh, hier kann man rein. Hier kann man durch. Hier ist eine Truhe. Sieht ja keiner, ne? Nein, sieht keiner. Sehr schön. Hier ist diese komische Brücke. Da. Ich habe keine Ahnung, wo wir gewohnt haben, ey. Das ist doch nicht wahr. Warum weiß ich das denn nicht? Warum finde ich das denn nicht?
vorne sind wir damals geflohen. Und hier geht es ja, glaube ich, raus aus der Stadt. Oder? Nee, hier ist wieder der Hafen. Ich meine, nichtsdestotrotz, es ist sehr schön hier, aber halt auch sehr leer. So hätte ja sein können, dass es hier auch irgendwo so eine Nebenquest oder so gibt. Aber bisher ist hier tatsächlich gähnende Leere. Zumindest was das Thema Quests und Aufgaben und so angeht. Eine schlimme Narbe, wie du weißt. Sekunde. Hier ist es. Hier haben wir gewohnt. Hier haben wir gewohnt. Gefunden. Aber hier ist genau gar nichts mehr, außer was schon sehr geil ist, jede Menge Staub. Das ist cool. Staub und Spinnenweben. Aber nichts. Nichts, was darauf zu schließen, lässt, dass unsere Freundin nochmal hier war. Ob sie noch lebt. Ha. Okay. Und er sagt auch gar nichts. Okay, und wir sind damals ja unsere Freunde suchen gegangen. Die waren... Wo? Wo ist der Platz gewesen, wo unsere Leute aufgespießt worden sind? Was nicht hier rum? Doch genau, hier diese Stelle sind wir auch lang gelaufen mit unserer Freundin. Aber das war, glaube ich, eher der Weg zum Marktplatz, der ja irgendwo hier ist. Oder der hier ist. Nee, da vorne ist er. Dann gehen wir doch mal hier gucken. Okay. Ah, hier kann man den Bekanntheitsgrad senken. Den wir Gott sei Dank nicht mehr haben. Ja. Ich meine, alles schön und gut. Aber ich finde leider gerade auch den Platz nicht mehr, an dem unsere Leute damals waren. Immerhin, wir haben unser Zuhause gefunden, unser altes. War das vielleicht hier? Also quasi geradeaus und rechts. Dieses geradeaus und rechts? Hier war es jedenfalls nicht. Was für Gerüst zum Einsturz bringen? Oh, man kann Gerüste zum Einsturz bringen. Okay, das ist ja geil. Das muss man sich ja merken, falls man mal irgendwie verfolgt wird. Alter, ist das dein Ernst? Ich habe nichts gemacht, Junge. Was greifen die mich denn an? Ich habe nichts gemacht. Hallo. Was sind das denn für welche? Ich bin voll harmlos. Ich sterbe jetzt. Fürchte ich. Weil die auch interessanterweise alle schneller rennen können als ich. Und wieso bringen die, warum greifen die mich an? Ich habe nichts getan. Ich habe voll nichts getan. Ich habe mich nur umgesehen. Na gut. Das nehme ich jetzt als Zeichen, dass wir verschwinden. Aus diesem Gebiet hier. So. Wir gehen mal Richtung Hauptquest, wa? Ich glaube, ich finde eh nicht, wo wir lang müssen oder lang wollten. Insofern
machen wir uns mal auf in Richtung Hauptquest. Damit wir in dieser Folge wenigstens noch ein bisschen was schaffen. Ich habe mir das irgendwie schöner vorgestellt. Vor allem habe ich mir mehr vorgestellt, dass wir irgendwas Cooles noch finden. Aber dem ist scheinbar nicht so. So, ich würde sagen, diesen Punkt hier nehmen wir nochmal mit. Der liegt eh auf dem Weg. Und dann schauen wir mal, was der so enthüllt. So. Komm mal ran, kleines Kamel. Vielen herzlichen Dank. Es ist doch sehr schön, dass man mit dem Kamel relativ fix vorankommt. Da ist was. Jetzt erkunde ich doch schon wieder. So ein Mist aber auch. Und ich finde das sehr schön, dass der obere Teil von dem Felsen in der Luft schwebt. Und ich finde schön, dass hier nichts ist, außer ein klitzekleines bisschen Loot. Den wir jetzt einfach mal Loot sein lassen. Aber ist das hier nicht sogar der Berg, der Felsen, von dem ich sagte, da ist doch sicherlich was? Ist das nicht der? Und wir haben hier sogar einen Ort entdeckt. Dur Kurigalsu. Oder so. Wie er heißt, ist mir relativ wurscht. Hauptsache, wir dürfen da rein. Und daran. Und da ist eine goldene Truhe zu sehen auf der Karte. Warum? Okay, sie ist unter uns. Das heißt, irgendwo geht sie in den Untergrund. Interessant. Noch viel interessanter ist, wie kommen wir da hoch? Also wo komme ich da hoch? Ist hier irgendwo vielleicht, keine Ahnung, eine Art Flaschenzug? Oder muss ich einfach nur... Okay, wir nehmen mal den Weg hier. Das sieht mir doch aus, als käme man hier ganz gut entlang. Was sieben die kleine Hupfdohle. Aber geiles Gebäude, also geiler Fels. Der ja nicht nur Fels ist offensichtlich, sondern viel eher ein Gebäude. Sehr schick, also sehr cool. Hier ist soweit aber nix. Dann gucken wir doch mal, wir synchronisieren erstmal und dann, auch wenn die Folge eigentlich schon längst wieder ihren Zeitpunkt erreicht hat, gucken wir aber nochmal, ob wir irgendwo nach unten reinkommen. Weil ich möchte wissen, was das für eine Truhe ist. Und ich denke, das kann man ganz gut noch in diese Folge reinhauen. Also. Oh. Ich habe den Weg nach unten gefunden. Und hey, es ist ein Sperrgebiet. Schön. Wo geht's hoch? Hier wahrscheinlich, ne? Oder müssen wir noch weiter nach unten? Warte. Erst einmal. Ich habe gesehen, hier ist irgendwo eine Truhe. Da. Das Gute ist, hier unter Wasser sieht uns keiner. So. Tüdelü. Der ist weg. Zappelt noch ein bisschen, aber eigentlich ist er weg. Okay, Truhe ist sogar noch ein Ticken weiter unten. Oh, ich sehe da was. Nein, Hilfsmittel aufgebraucht. Sag das nicht. Mach das nicht mit mir. Kann ich die Fackel werfen eigentlich? Nee. Scheiße. Mach die Fackel weg. Warte!
So, das war gewollt. Jetzt kommt der auch noch und dann machen wir den auch noch weg. Das war der Plan, Leute. Das war auf jeden Fall mein Plan. So und nicht anders sollte das laufen. So, und in welche Richtung guckt der? Ach, scheiße, das sind zwei. Das Problem ist jetzt natürlich, kommen beide, glaube ich. Ja, okay, gut. So, dann halt so. Wir sammeln ein. Es wäre schön, wenn die Wurfmesser dabei hätten, ne? Oh, Wurfmesser! Ja, geiler Scheiß. Okay, perfekt. So. Hier. Das kann man bewegen. Okay, es gibt offenbar auch wieder so Schieberätsel-Dinger. Sehr geil. Und ich sehe schon diese Dinger hier, die man tragen kann. Das heißt, hier irgendwo ist wahrscheinlich eine Wand. Die ist brückig. Brückig, ja. Eine brückige Wand. So sieht's aus. Nein, die ist wahrscheinlich brüchig. Oder so. Und da kommt man dann wahrscheinlich anders gar nicht hin. Denke ich mal. Geh weg, Hühnchen. Ich will dir nichts tun. Hi, na? Scheiße. Das war gewollt. Na? Kommst du durch hier, oder was? Bleib stehen und kämpfe. So. Es ist ganz cool, dass man, wenn man pariert, dass man sie sofort töten kann. Zumindest dieses kleine Volk hier. Das gefällt mir. Das macht das mit dem Parieren sehr cool, finde ich. So, da ist, glaube ich, die große Truhe. Das war safe nicht die Truhe, die mir angezeigt wurde. Nee, die ist noch weiter unten. Wie komme ich denn hier noch weiter runter? Ah! Ich sag ja, brüchige Wand. Okay. So, dann komm ran hier, du Flammending, du. Wir eilen zu dieser Wand. Und dann machen wir diese Wand kaputt. Mit Verzögerung. So ist das richtig, so passiert das. Dann machen wir einmal hier unser Bäuchlein wieder voll. Sehr schön. Haben wir sonst noch was? Hier liegt noch was. Das nehmen wir mit. Das lohnt sich immer. Denke ich. Kleines Hühnchen. Okay, hier ist soweit erstmal niemand. Ich wage zu bezweifeln, dass hier kein Mensch mehr kommt, oder? Da ist auf jeden Fall noch was. So. Das nehmen wir mit. Durchtrennbare Ketten. Ketten, die Leitern oder schwere Gegenstände halten, kannst du mit dem Adlerauge hervorheben. Da. Nein. Ernsthaft jetzt? Ist das denn dein Ernst? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich kann das so nicht durchtrennen. Ich hätte es gern getan. So, aber erstmal machen wir den da weg. Sammeln hier ein bisschen was ein. Kann ich die vielleicht von hier aus durchdrehen? Ah, von hier aus geht's. Gucke mal. Was? Wieso kann ich von hier nicht auf die draufspringen? Leute. Da. So, Junge.
erbärmlich. Ah, was an Rücken. Kommst du nicht durch, du Narr? Dein Kopf ziert bald mein Speer. Bin ich jetzt dran? Autsch. Ist aber auch eine denkbar schlechte Position hier, um mit dem zu kämpfen. Wobei, es geht. Keine Ausdauer mehr. Was? Oh. Erbärmlich. Nein. Bin ich jetzt dran? Da kommst du nicht durch, du Narr. Ich weiß, dass er eine Rüstung trägt, Leute. Aber ich muss halt auch an seinen Rücken rankommen. So, der ist weg. Gott sei Dank. Und hier ist auf jeden Fall die fette Truhe. Sehr geil. Dolch der verborgenen Schatz geborgen. Cool. Das gefällt mir gut. So, gucke mal. Dann haben wir hier das Gedöns. Das sammeln wir natürlich noch alles ein. Wofür sind wir schließlich hier runtergekommen, wa? Und ja. Warte, da liegt auch noch was. Und da liegt auch noch jede Menge. Oh, so viele Sachen. Sachen, Sachen, Sachen. Da kommt der Lootfinger zum Einsatz. Und hier geht's. Ach, komm schon. Die Preisfrage ist, wie komme ich hier raus? Wahrscheinlich hier rum. Hier geht's doch so schön nach oben. Hier geht's nicht raus. Hier gibt's nur weiteren Loot. Na, super. Ich meine, ich kann natürlich den Weg einfach zurücklaufen, aber ist das Sinn der Sache? Ist das gewollt, dass ich einfach den Weg nur wieder zurücklaufe? Okay. Dann mache ich das. Hallo? Bitte lass los, Bassin. Dankeschön. So, ich habe hier ja alle ausgeräumt. Ich hoffe, die sind auch weiter jetzt nicht mehr existent. Und damit würde ich dann sagen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.